بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben bei Surah Al-Falaq und zwar kommen wir nun zur Aya ومن شر غاسق إذا وقب und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Ibn Abbas رضي الله عنه sagte, Al-Ghasiq bedeutet hier die Nacht, wenn sie sich mit ihrer Dunkelheit aus dem Osten nähert und in alles eindringt und alles verdunkelt. Dazu gehört auch die Aussage Allahs Azza wa Jal, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht. Das heißt, غَسَقْ الليل. Und dies sagte auch Al-Hasan, Rahimahullah, und Mujahid, die Dunkelheit, wenn sie zunimmt, das heißt die Nacht, wenn sie sich nähert und eintritt. Und der Tirmidhi überlieferte, dass Aisha radiallahu anha sagte, also dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Aisha sagte, Ya Aisha, ista'idhi billahi min sharri hadha, fa inna hadha huwa al-ghasiq idha waqab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Aisha radiallahu anha, hielt meine Hand, sah zum Mond auf und sagte, O Aisha, nimm Zuflucht bei Allah vor diesem Übel, denn dies ist die Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dazu, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht, dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht. Das bedeutet, مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, ist in der Dunkelheit Verschiedenes an Übeln vorhanden, ob es nun die Tiere sind oder die Djinn sind oder die Menschen sind, die Schlechtes erreichen wollen. Sie machen es in der Dunkelheit. Und deswegen sucht der Muslim nun Zuflucht vor dieser Dunkelheit. Zu Beginn der Sura hat man Zuflucht gesucht bei wem? Beim Herrn des Tagesanbruchs. Das heißt, er ist es, der das Licht verbreitet, der das Licht eingibt. Und dieser, den wir um Zuflucht gesucht haben, den bitten wir nun um Zuflucht vor was? Vor dieser Dunkelheit eben. Die Dunkelheit, die tatsächliche Dunkelheit im Leben und die Dunkelheit natürlich und die Finsternis der Herzen auf der anderen Seite. Dann geht es weiter. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ und vor dem Übel der Knotenbläserinnen. Die Knotenbläserinnen sind, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah erwähnte, dass es hier zwei Ansichten gibt. Entweder, dass es Zauberinnen sind, also weibliche Zauberinnen, aber Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah sagte, diese Ansicht ist nicht die richtige, wie wir gleich in einem Hadith sehen, der uns erklärt, wie es geschah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verzaubert wurde, sondern
Warum wurde es hier als weiblich Naffathat, also Knotenbläserinnen, benutzt und nicht männlich? Weil hier die Seelen, die Seele, An-Nafs, ist genauso wie im Deutschen, auch im Arabischen ein, also im Feminin, also weiblich, und diese schlechten Seelen sind damit gemeint. Und deswegen ist dieser Begriff hier im Feminin benutzt und nicht im Maskulin. Die Geschichte dazu lautet wie folgt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde von einem Mann aus dem Stamm der Bani Suraiq verzaubert, der Labid ibn al-A'sam genannt wird. So erschien es ihm, Sachen getan zu haben, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er nicht tat. Eines Nachts, als er bei mir war, Aisha radiallahu anha berichtet, eines Nachts, als er bei mir war, hat er mehrfach Bittgebete aufgesagt und sagte mir dann: O Aisha, hast du bemerkt, dass Allah mir erklärt hat, worüber ich ihn fragte? Aisha sagte: Und was war dies, o Gesandter Allahs? Er sagte: Es kamen zu mir zwei Männer, so dass der eine an meinem Kopf und der andere an meinem Fuß war. Der eine fragte seinen Gefährten: Was schmerzt diesen Mann? Da sagte der andere: Er wurde verzaubert. Er sagte: Wer hat ihn verzaubert? Der andere sagte: Labid ibn al-A'sam. Hierauf fragte der eine: Wie? Der andere sagte: Mit einem Kamm mit Haaren und der Blütenscheide einer männlichen Palme. Er sagte: Und wo ist es? Er sagte: In Dharwan, in einem Brunnen der Bani Sariq, Suraiq. Aisha radiallahu anha sagte: So ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einer Gruppe seiner Gefährten hin. Als er zu Aisha zurückkam, sagte er: Bei Allah, als ob das Wasser sich mit Henna gefärbt hätte und die Palmen wie Köpfe der Teufel aussehen. Ich sagte ihm, O Gesandter Allahs, hättest du ihn nicht herausgenommen? Er sagte: Allah hat mich bereits geheilt und ich wollte unter den Menschen kein Unheil stiften. So befahl er, dass es begraben wird. Das heißt, diese Menschen oder dieser Labid hat einen Zauber gemacht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wie der Gesandte alaihi salatu wasallam, wie er es mitbekommen hat durch diese zwei Personen, die er gehört hat, waren das Haar in einem Kamm verzaubert und geworfen in einen Brunnen. Und das ist halt die Zauberei. Also die Zauberei geschieht unter anderem durch Gegenstände, die man irgendwo versteckt, damit dieser Zauber eine Wirkung hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nun gewusst, wo dieser Zauber ist, und er hat diesen Zauber vernichtet. Und das ist die Grundregel: Wenn ein Zauber ausgeübt wurde, dann ist das A und O, dass man diese Gegenstände, die zur Zauberei benutzt werden, vernichtet. Und dazu muss man sie natürlich erst einmal finden. Das sind natürlich andere Themen, die in der Wissenschaft der Ruqya näher betrachtet werden. Und man versucht dann auf der einen oder anderen islamisch konformen Art den Zauber zu finden, um ihn dann zu vernichten. Und hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu einem Zauberer geht, um den Zauber zu vernichten. Denn man darf nicht zu einem Zauberer gehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer zu einem Zauberer geht und ihm glaubt, von dem sage ich mich los. Und das bedeutet, dass man dadurch aus dem Islam austritt, möge Allah uns davor bewahren. Aber durch Koran und Sunna, durch diese Bittgebete, kann man den Zauber auch löschen und vernichten. Das, wie gesagt, ist aber nicht jetzt unser Thema. Wichtig ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde eben verzaubert, und es kam ihm so vor, als ob er Sachen getan hat, die er nicht getan hat. Und natürlich, und das ist der Offenbarungsgrund für Al-Mu'awwidhatayn, also Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Und somit lernen wir, dass diese
beiden Suren eines der wichtigsten Mittel sind, sich vor dem Zauber vorzubeugen. Denn auch im Islam gilt die Regel, Vorbeugung ist besser als die Behandlung im Nachhinein. Und deswegen sollte jeder Muslim sich vorbeugen, indem er diese Suren auswendig lernt, indem er sie rezitiert, aufsagt, indem er auf die Gedenksprüche achtet, indem er darauf achtet, wie er aus dem Haus geht, also mit welchem Fuß und reingeht und wie er in die Moschee geht, wieder rausgeht, auf die Toilette geht, wieder rausgeht, wenn er sich auszieht und anzieht und so weiter. Diese ganzen Gedenksprüche sind nicht einfach so, sondern sie sind Schutz vor den Dschinn, Schutz vor den Zauberern. Und wenn ein Muslim den Koran liest und einiges vom Koran auswendig kann und die Adhkar stetig aufsagt, dann wird er natürlich bi'idhnillahi ta'ala geschützt werden vor diesen Arten des Zaubers. Warum hat Aisha radiallahu anha nun gesagt, hättest du ihn nicht herausgenommen? Ibn Qayyim rahimahullah erwähnte oder erklärte das, und zwar, dass aus einer weiteren Überlieferung hervorgeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Zauber herausgenommen hat. Das belegt auch der hier erwähnte Hadith, denn es heißt ja, so befahl er, dass es begraben wird, diesen Zauber. Denn er befahl, den Zauber zu begraben und somit wurde der Zauber aus dem Brunnen herausgenommen. Aisha radiallahu anha meinte allerdings nicht das bloße Herausnehmen, also nicht das war ihre Sorge, sondern das Vorzeigen, sodass die Menschen sehen, welchen Zauber gegen den Prophet gemacht wurde. Also das hatte sie gedacht. Dies würde aber zu einem Konflikt zwischen den Gefährten des Propheten und den Leuten des Zauberers führen, was der Prophet verhindern wollte. Und deswegen sagte er, Allah hat mich bereits geheilt und ich wollte unter den Menschen kein Unheil stiften. Denn wenn er zeigt, guckt mal, was die gemacht hätten, die Sahabe wären dann nicht ruhig geblieben. Die hätten den Propheten sallallahu alaihi wasallam dann natürlich in Schutz genommen und verteidigt. Aber der Prophet alaihissalatu wasallam sagte, Allah hat mich geheilt, also hat sich die Sache erledigt. Und deswegen hat er ihn sofort begraben, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und dann heißt es weiter in Suratu Al-Falaq, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Hierzu sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah, der Koran sowie die Sunna belegen, dass der Neid des Neidenden an sich den Beneideten schadet. Der Neid selbst reicht schon aus. Also auch wenn danach nichts mehr ausgeführt wird. Diese Krankheit des Herzens, dieser Moment des Neids ist schon schlimm genug und führt zum Unheil. Der Neid selbst ist ein Übel, das den Beneideten aus der Seele und den Augen des Neidenden trifft. Selbst wenn dieser weder mit der Hand noch mit der Zunge verletzt. Denn Allah sagt, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Er sagte nicht, wenn er handelt, wenn er etwas tut, wenn er etwas sagt. Nein, sondern hüte mich davor, schon von Beginn des Neides an. Nicht erst, wenn er etwas sagt. Und das deutet darauf hin, dass der Neid, der entsteht im Herzen, schon schlimm genug ist und dass er Schaden anrichten kann. So bestätigte er, dass Übel, sobald der Neid entsteht, denn im Koran ist kein Wort unbedeutend. Denn wenn Allah sagt, wenn er neidet, warum hat er diesen Zusatz noch hinzugefügt? Also, es ist schon schlimm von Beginn des Neides an. Bekanntlich wird der Neidende nur dann Neidender genannt, wenn in ihm der Neid entsteht. Genauso wie der Schlagende und Spottende und Tötende und ähnliches so genannt wird, wenn er damit beginnt. Doch kann ein Mensch von seiner Natur aus neidend sein, ohne zu beneiden, ohne den Beneideten zu beachten. Was heißt das? Das heißt, es gibt Menschen, die beneiden so, auch wenn sie nicht wissen, es gibt jemand, der hat Geld. Ihre Herzen sind so krank, dass sie, selbst wenn sie nicht gehört haben, jemand hat Geld, beneiden, wenn ich jetzt mitbekommen würde, jemand hätte Geld, ja, das würde ich überhaupt nicht gönnen. Das heißt, selbst wenn er das nicht mitbekommt, er sagt hier, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wenn er über ihn denkt, so entfacht aus seinem Herzen das Feuer des Neides
und es richten sich gegen den Beneideten die Pfeile des Neides. Schon damit wird der Beneidete verletzt, wenn er keine Zuflucht bei Allah nimmt, um sich damit zu schützen, wenn er keinen Anteil an Gedenksprüchen und Bittgebeten besitzt und sich nicht zu Allah hingibt und hinwendet, sodass er ihn von einem Teil des Übels schützt, je nach seinem Anteil an Hingabe und Hinwendung zu Allah. Das heißt, je nachdem, wie sehr du Allah anbetest, wie sehr du Allah gedenkst, desto weniger kann dich dieses Auge des Neidenden treffen. Je weniger du betest, je weniger du Adhkar, die Gedenksprüche aufsagst, je weniger du Koran liest, desto schwächer bist du und desto eher bist du eine Zielscheibe für diese bösen Blicke. Andernfalls wird ihn das Übel des Neidenden erreichen, ohne Zweifel. Die Aussage, wenn er neidet, erklärt, dass das Übel erst durch die Entstehung des Neids eintritt. Abu Sa'id al-Khudri überlieferte, dass Jibril den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Gedenkspruch behandelte, und zwar heißt es darin: Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid aw 'ayni hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Mit dem Namen Allahs behandle ich dich von allem, was dich gefährdet, von dem Unheil jeder Seele oder dem Auge eines Neidenden soll dich Allah heilen. Mit dem Namen Allahs behandle ich dich. Das ist eine Ruqya. Also was ist Ruqya? Also eine Behandlung durch Koran und Sunna, durch Bittgebet. Und das sind nicht, weil viele lügen die Menschen an und dann versuchen sie, diesen sogenannten Hijab zu schreiben. Ein Hijab, und Hijab ist jetzt nicht Kopftuch, sondern Hijab, diese kleinen Zettelchen oder Päckchen, die geschrieben werden. Es kann sein, dass da ganz klein gedruckt Al-Quran steht oder Hieroglyphen, Schriften, die kein Mensch entziffern kann. Es kann Verschiedenes sein. Auf jeden Fall, egal ob es Koran ist oder nicht, damit wird nicht behandelt. Das ist keine Behandlung mit Koran und Sunna. Und dann heißt es unter die Decke oder in die Jacke oder in die Tasche, Allahu A'lam wohin, oder die kleinen Babys dann dranhängen oder unter dem Kopfkissen oder sowas ähnliches. Das gehört nicht von der Sunna und das hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht getan. Also alle, und es kommen immer wieder Leute, die sagen, kannst du mir ein Hijab schreiben? Schreib mir mal bitte ein Hijab. Das ist nicht von der Sunna, ist nicht vom Islam. Und bei den meisten dieser sogenannten Hijabs sind keine Ayat drin. Ja, also wenn man die aufmacht und der Zauberer oder sagt, wehe dir, du machst sie auf. Ja, dann jagt er dir nochmal eine Portion Angst ein, damit du eben nicht weißt, was da drin ist. Und meistens sind da vielleicht ein paar Ayat drin, aber und dann der Rest, Zeichen, Schriftzeichen, Hieroglyphen. Und das deutet darauf hin, dass es ein Zauber ist und keine Ruqya ist. Ruqya, es gibt zwar eine Art der Ruqya, dass man zum Beispiel mit Safran Ayat aufschreibt, diese Ayat aufschreibt auf ein Blatt, dieses Blatt in etwas Wasser legt und dass man das dann danach dieses Wasser trinkt. Diese Art der Ruqya gibt es, und dann das sind das aber Ayat, die aufgeschrieben werden und keine Hieroglyphen. Aber auf jeden Fall, grundsätzlich ist die Ruqya durch das Lesen des Korans, durch das Wiederholen der Gedenksprüche, wie es Jibril a.s. mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam getan hat. Und deswegen muss jeder von uns aufpassen, dass er nicht zu einem falschen Menschen geht, der behauptet, er macht Ruqya, obwohl er sie nicht macht, sondern er macht Zauberei. Wie erkenne ich es? Sobald er irgendetwas sagt, was nicht aus Koran und Sunna ist, was nicht Koran ist, was nicht ein Dhikr des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist, Hände weg. Und die meisten fragen dann auch nach dem Namen der Mutter und so weiter, und das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun, sondern wenn Ruqya gemacht wird, dann eben durch Koran und die Sunna. Hier wird die Zuflucht vor dem Übel des Auges des Neidenden gesucht. Bekanntlich kann sein Auge alleine nicht schaden, denn wenn er unachtsam schaut, als ob er auf die Erde oder auf Gebirge und ähnliches blickt, wird dies keine Wirkung haben.
Wenn er allerdings mit einem Blick desjenigen hinschaut, dessen Seele sich verwandelt, so dass es eine schlechte und neidende Seele wird, dann wird der Blick eine Wirkung haben. Die Wirkung hängt also von der Schwäche und der Stärke der neidenden Seele ab. Das heißt, wann haben wir einen bösen Blick? Der böse Blick, Al-Ain, ist, wenn dieser Mensch krank ist und schaut. Also nicht der Blick alleine ist das Schlimme, sondern die Seele, die hinblickt, die Seele, die nun hinschaut, wenn es eine neidende, eine nicht gönnende Seele ist, dann kann diese Seele natürlich schaden. Und deswegen, wie schützt man sich vor diesem Neid? Erst einmal mit den Adhkar und mit den Bittgebeten. Immer wieder kommen Menschen, die beten nicht, halten sich nicht an den Islam, hören Musik, hängen Bilder auf und dann sagen die, mach mir eine Ruqya. Die Ruqya bringt nichts, wenn du nicht den Islam annimmst, wenn du nicht den Islam umsetzt, wenn du nicht die Gebote Allahs einhältst. Das ist das ein A und O. Denn die Menschen kommen mit einem falschen Glauben hin. Sie glauben, der Imam oder dieser Hafiz oder wie auch immer sie ihn nennen, er heilt. Und es ist nicht er, sondern Allah subhanahu wa ta'ala. Bei der Ruqya, also der erste Punkt, du musst glauben, dass Allah heilt. Und wenn Allah dich heilen will, ja, dann musst du tun, was Allah sagt. Ich kann ja nicht das Gebet vernachlässigen und sagen, Allah, bitte heile mich. Ja, mach doch erst einmal, was Allah sagt. Und deswegen eines der wichtigsten Punkte, wenn man sich heilen möchte von Auge, von Zauberei, von schlechten Träumen und so weiter und so fort, zuallererstes erst einmal beten und die Gebote einhalten und die Frau den Hijab richtig tragen und der Mann die alle Sünden meiden und so weiter und so fort. Das ist das Wichtige. Zusätzlich wird dann Ruqya gemacht. Aber nur Ruqya machen und das Leben genauso weiterleben, die Gebete vernachlässigen und die Gebote Allahs nicht einhalten, das wird natürlich nichts bringen. Die Arten des Neides. Der Neid hat drei Arten, sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. Der verabscheute Neid, indem man den Verlust wünscht. Das heißt, der Neid, al-Hasad, ist was? Ist, dass du wünschst, dass der andere, den du beneidest, dass er diese Gabe verliert. Du hast gesehen, jemand hat ein Auto, hoffentlich macht er einen Unfall damit. Hoffentlich wird es geklaut. Hoffentlich geht es kaputt. Er hat ein Haus. Hoffentlich kann er nicht dort drin bleiben. Du wünschst, dass er diese Gabe nicht mehr bekommt. Das ist natürlich dermaßen krank, so ein Herz zu haben. Die zweite Art, der Wunsch des Fortbestands, dass Gaben fernbleiben. So hasst er es, dass Allah seinen Dienern Gunst erweist. Vielmehr liebt er es, dass er so bleibt, wie er ist, ob es seine Unwissenheit, seine Armut, die Zerstreutheit seines Herzens von Allah oder seine mangelnde Religion ist. Er wünscht daher den Verbleib des jetzigen Zustands der Mängel. Das ist die zweite Art. Also er sagt nicht, hoffentlich fährt er das Auto gegen die Wand. Nein, sondern hoffentlich bekommt er keinen neuen Job. Soll er so Geld verdienen, wie er momentan Geld verdient. Hoffentlich verbessert er sich nicht. Also man wünscht sich, dass die Situation dieser Person nicht besser wird. Der Erste, der wollte, dass es schlimmer wird. Der Zweite sagt, nee, also so brutal bin ich jetzt nicht, aber er soll nicht besser werden. Das ist natürlich auch Neid. Und die dritte Art des Neides ist der Neid des Ersehens. Al-Ribta auf Arabisch. Und das ist eine erlaubte Art des Neids. Was ist Al-Ribta? Hier sehnt man sich danach, den gleichen Zustand des Beneideten zu erlangen, ohne ihm den Verlust der Gaben zu wünschen. Dies ist nicht verwerflich und solch jemand wird dafür nicht getadelt. Eher ähnelt dies dem Wetteifern. Und dazu sagt Allah Azza wa Jalla, وَالْفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Hierin sollen die Wetteiferer wetteifern. Das heißt, du siehst jemanden, der ist reich geworden und du sagst, MashaAllah, möge Allah ihm sein Geld segnen, möge Allah ihm sein Vermögen vermehren, aber ich würde auch gern so viel Geld haben. Das ist nicht haram, also das ist nicht verboten. Denn diese Ribta ist etwas Erlaubtes
oder jemand hat Wissen oder Gesundheit oder Stärke oder irgendetwas, was Gutes ist, und du sagst, ah, möge Allah ihm das segnen und möge er dieses noch beibehalten sein ganzes Leben lang, möge Allah ihm das vermehren und möge Allah mir auch davon geben. Das ist nicht haram. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte also, kein Neid außer in zwei Fällen. Und der erste Fall, einem Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen gegeben hat und so gibt er es aus für die Wahrheit, also für gute Zwecke. Und einem Mann, dem Allah Weisheit gegeben hat, so urteilt er danach und er bringt diese bei. Das bedeutet, diese Art von Neid ist ein erlaubter Neid. Warum? Weil du nicht wünschst, dass dieser Mensch das, was er bekommen hat, verliert, sondern du wünschst dir nur, dass du es auch bekommst. Und der Koran sowie die Sunna belegen, dass der Neid des Neidenden eben, wie wir schon gesagt haben, schadet. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns Mittel gegeben, wie wir diesen Neid von uns wegbringen. Eben erst einmal, dass wir uns schützen, die Vorbeugung. Und zweitens natürlich, dass man auch sein Köpfchen benutzt. Und wenn man merkt, es gibt Menschen, die gönnen einem nichts, dann muss man dem auch nicht gleich alles erzählen auf einmal, ja. Und deswegen sollte man schon, man sollte nicht ein Mensch sein, der schlecht denkt über die Menschen. Das ist haram. Su'udhan, also das schlechte Denken über die Menschen, ist verboten. Aber man soll auch nicht naiv sein. So ein Mittelweg ist ganz angebracht. Das heißt, man muss aufpassen. Ich muss nicht gleich alles in die Zeitung schreiben oder auf Facebook posten. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch nicht so leben, ja, keiner bekommt mit, ob ich gestorben bin oder nicht, ja, so, keiner soll hören, ob ich krank geworden bin oder nicht, weil alle hassen mich sowieso. Also beide Pole sind falsch, sondern man kennt einige Geschwister, man denkt über sie gut und Allah kennt sie am besten, man vertraut ihnen, denen kann man schon sagen, hör mal zu, mir geht's gut, hör mal zu, mir geht's schlecht, hör mal zu, dies ist mir geschehen, dies habe ich nun bekommen. Aber man sollte natürlich darauf aufpassen, dass es Menschen gibt, die leider so krank sind. Die vielleicht alles haben, aber sie wollen die Einzigen sein, die das haben. Und deswegen ist es nicht angebracht, ihnen alles zu sagen. Das darf aber, wie gesagt, nicht ausarten zu einer anderen Krankheit, wie es die Krankheit des Neides gibt. Gibt es die Krankheit des schlechten Denkens über die Menschen. Alle sind schlecht, nur ich. Und keinem kann man vertrauen, nur mir. Und alle sündigen, nur ich nicht. Und das ist natürlich genauso ein Fehler. Kommen wir nun, das war Suratu Al-Falaq, und nun kommen wir zu Surat An-Nas. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von den Dschinn und den Menschen. Auch diese Sure enthält das Ersuchen um Zuflucht, denjenigen, der um Zuflucht ersucht wird, und das, wovor man Zuflucht ersucht. Das Ersuchen um Zuflucht wurde bereits erwähnt in der vorherigen Erläuterung. Derjenige, der um Zuflucht ersucht wird, ist Allah, der Herr der Menschen, der König der Menschen und der Gott der Menschen. Diese drei Eigenschaften werden in dieser Sura erwähnt. Somit erwähnte er seine Herrschaft, seine Macht und sein Recht der Anbetung. Sicherlich gibt es einen besonderen Grund für diese Erwähnung, dieser Namen bei denen um Zuflucht vor dem Teufel gebeten wird, wie bereits schon erwähnt wurde.
Die erste Verbindung ist die Verbindung mit der Herrschaft. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Denn die Herrschaft, الرُّبُوبِيَّة also, beinhaltet die Schöpfung, die Fürsorge, die Erziehung, die Besserung, die Herbeiführung der Nutzen und dessen, was sie benötigen. Ebenfalls die Abwendung des Übels und ihren Schutz vor allem, was ihnen schadet. Dies ist die Bedeutung der Herrschaft. Also Allah Azza wa Jal ist der Fürsorger, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Herrschaft Allahs. Er lenkt die Angelegenheiten, er erzieht dich durch seine Gaben, er führt dich durch seine Rechtleitung. Das ist Ar-Rububiyya. Dies ist die Bedeutung der Herrschaft. Damit beinhaltet sie seine völlige Macht, seine weite Barmherzigkeit, seine Güte und sein Wissen über die Einzelheiten ihrer Lage, also der Lage der Menschen, sowie dem Erhören ihrer Bittgebete und die Abwendung des Kummers. Die zweite Verbindung ist die Verbindung mit der Macht. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. So ist Allah Azza wa Jal der König, der über sie herrscht, und sie sind seine Diener und Knechte, und er lenkt die Angelegenheiten, wie er möchte. Und die dritte Verbindung ist die Verbindung mit dem Recht der Anbetung. So ist er ihr wahrer Gott, den sie anbeten und neben ihm sie keinen anderen Gott haben. Genauso wie er ihr einziger Herr und König ist, dessen Herrschaft und Macht niemand mit ihm teilt, so ist er auch ihr einziger Gott, den sie anbeten. Das heißt, das ist eine Folge. Es baut aufeinander auf. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Wenn er رَبُّ النَّاسِ ist, ist er auch مَلِكِ النَّاسِ. Warum? Weil رَبُّ النَّاسِ ist derjenige, der alles lenkt. Also ist er der Herrscher. Weil wie kann es sein, dass jemand alles lenkt und alles gebietet und alles versorgt, aber dann gehorcht man ihm nicht. Das geht nicht. Und deswegen muss ein wahrer Diener und der die Zuflucht vor Allah sucht, dies bestätigen. Du bist mein Schöpfer, also bist du mein Gebieter. Du bist mein Schöpfer, also bin ich dein Diener. Du bist mein Schöpfer, also halte ich mich an deine Gebote. Was muss ich nun tun? Ich muss Allah anbeten, also Ilahinnas. Die dritte Verbindung ist die Verbindung mit dem Recht der Anbetung. So ist er ihr wahrer Gott, den sie anbeten und neben ihm sie keinen anderen Gott haben. Genauso wie er ihr einziger Herr und König ist, dessen Herrschaft und Macht niemand mit ihm teilt, so ist er auch ihr einziger Gott, den sie anbeten. Die Herrschaft wurde zuerst erwähnt, da sie jedes Geschöpf einschließt. Das Recht der Anbetung wurde am Ende erwähnt, da sie beschränkt ist auf diejenigen, die ihn anbeten und einzig dienen, ohne einen anderen Gott zu nehmen. Wer ihn nicht anbetet und nicht einzig dient, für denjenigen ist er kein Gott, auch wenn es nur einen Gott gibt. Also derjenige, der nicht Allah anbetet, den hat er ja nicht als Gott angenommen, auch wenn Allah der einzige anbetungswürdige Gott ist. Doch der Götzendiener lässt den wahren Gott und nimmt falsche Götter. Die Eigenschaft als König wurde in der Mitte erwähnt, zwischen der Herrschaft und dem Recht der Anbetung. Denn der König ist derjenige, der mit seinen Aussagen und Befehlen herrscht, so wird er befolgt, wenn er befiehlt. Er herrscht über sie, da er ihr Schöpfer ist. Seine Macht ist demnach ein Teil seiner vollkommenen Herrschaft. Dass er ihr wahrer Gott ist, gehört zu seiner vollkommenen Macht. Seine Herrschaft erfordert somit seine Macht und seine Macht erfordert seine Gottheit. Daher ist er der wahre Herrscher, der wahre König, und der wahre Herrscher und der wahre Gott. Er erschuf sie durch seine Herrschaft, besiegte sie durch seine Macht und machte sie zu Dienern durch sein Recht der Anbetung. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِنْ شَرِّ, also vor dem Übel, الْوَسْوَاسِ, des Einflüsterers, الْخَنَّاسِ, des Davonschleichers. Der Einflüsterer ist derjenige, der unauffällig in die Seele einflüstert, ob mit einem leisen Ton, den nur derjenige hört, dem eingeflüstert wird, oder ohne einen Ton, wie es bei der Einflüsterung des Teufels in die Menschen der Fall ist. Der Davonschleicher ist derjenige, dessen Flucht und Rückkehr sich beim Gedenken Allahs verstärkt. Also warum wurde er Al-Khannas
erwähnt, der Davonschleicher. Denn Iblis und die Shayatin, wenn sie Allahs, Allahs Worte hören oder das Gedenken an Allahs hören, hauen sie ab und flüchten weg, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Bevor wir dazu kommen, erst einmal den Hadith von Abu Huraira. Und zwar zeigt uns das die linguistische Bedeutung von Khanasa. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فانخنست. Als der Prophet صلى الله عليه وسلم mir in einem Weg der Medina begegnete, als ich in einem unreinen Zustand war, schlich ich davon. Also فانخنست. فخنس ist also der davonschleicht. الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس, denn das Tor des Herzens ist die Brust. Da fängt der Teufel an einzuflüstern. Der Teufel geht nicht sofort ins Herz, sondern er muss erstmal das Tor öffnen. Was für ein Tor? Es ist die Brust des Menschen. Da dringt er ein, indem er zuerst einmal einflüstert. Wenn du nichts dagegen tust, dringt er noch tiefer rein, bis er ins Herz gelangt. Wenn du ihn aber schon verweist und wenn du ihn rausschmeißt, schon zu Beginn, wird seine Einflüsterung dir nicht schaden. Bi'idhnillahi ta'ala. Die Aussage, der in die Brüste der Menschen einflüstert, zeigt eine dritte Eigenschaft des Teufels. So erwähnte er vorerst die Einflüsterung und erwähnte danach deren Ort und dass sie in den Brüsten der Menschen ist. Hierbei hat Allah dem Teufel Wege zum Inneren des Menschen gelassen und ihm Einfluss auf das Herz und die Brust gegeben. Er fließt in ihm, also im Menschen, wie das Blut, und er begleitet den Menschen und verlässt ihn nicht bis zum Tod. Safiya bint Huyay, radiallahu anha, sagte, ich besuchte den Gesandten Allahs nachts, als er in der Moschee übernachtete. Ich sprach mit ihm und ging danach. Er begleitete mich nach Hause. Sie wohnte im Hause von Usama ibn Zayd. Auf dem Weg begegneten uns zwei Männer der Ansar. Als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam sahen, beeilten sie sich. Also sie sahen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam geht mit einer Frau. Sie schämten sich, gingen weg. Und das ist Anstand. Ja, nicht, dass jemand mit seiner Frau geht und die anderen fotografieren das auch noch, ja, mit ihren Augen. Das ist unverschämt. Sondern, dass man die Blicke senkt, salamu alaikum, dann geht man. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beeilt euch nicht. Es ist Safiya bint Huyay. Beide sagten, gepriesen sei Allah, o Gesandter Allahs. Das bedeutet, ja Rasulallah, warum sagst du uns das? Wir denken doch nicht schlecht über dich. Es ist sicherlich deine Frau, also was sollen wir denn sonst denken? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Teufel fließt im Menschen, wie das Blut in ihm fließt. Und ich befürchtete, dass er etwas Schlechtes in eure Herzen wirft. Warum? Denn die Gelehrten sagen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte nicht Angst, dass man schlecht über ihn denkt, sondern er hatte Angst, dass diese Menschen aus dem Islam austreten. Warum? Weil sie, wenn sie schlecht über den Prophet sallallahu alaihi wasallam denken, dann war es das. Und deswegen hat er ihnen gesagt, Sekunde, es ist Safiyya. Wichtig für uns an diesem Hadith ist nun was? Dass der Teufel im Menschen fließt wie das Blut. Das bedeutet was? Dass der Teufel eben den Menschen heimsuchen kann und dass er dadurch ihn irreleiten kann. Aber, Alhamdulillah, es gibt ein Heilmittel und das erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, إِذَا نَادَ الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاتٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلْ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه فيقول له أذكر كذا لما لم يذكر حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتي سهو أو سجدتي السهو. Wenn zum Gebet gerufen wird, also Adhan, wendet sich der Teufel ab und lässt dabei Luft heraus. Wenn der Gebetsruf beendet wird, kehrt er zurück. Wenn danach der Gebetsruf begonnen wird, also die Iqama begonnen wird, wendet er sich ab. Wenn dieser beendet wird, kehrt er zurück.
dann flüstert er dem Menschen in seinem Herzen ein während dem Gebet, denke an dies, denke an jenes, bis er nicht mehr weiß, ob er 3 oder 4 gebetet hat, also Raka'at. Wenn er nicht weiß, ob er 3 oder 4 betete, verrichtet er die Niederwerfung des Vergessens. Das heißt, der Teufel, sobald er Dhikrullah hört, geht er weg. Und sobald Dhikrullah beendet ist, kommt er zurück. Und deswegen muss ein Muslim permanent im Dhikr sein, Allah Azza wa Jal immer erwähnen. Zu seiner Einflüsterung gehören ebenfalls, was Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولُ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Der Teufel kommt zu euch und sagt, wer hat dieses erschaffen? Wer hat jenes erschaffen? Bis er sagt, wer hat Allah erschaffen? Wer dies vorfindet, soll um Zuflucht bei Allah bitten und damit aufhören. Das heißt, man sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und man muss natürlich seine Religion lernen, damit diese Scheinargumente dem Menschen nichts anhaben können. Die Übel des Teufels lassen sich in 6 Arten zusammenfassen, zu denen er den Sohn Adams stets verführt, bis er ihn eine nach den anderen, bis dieser ihnen eine nach dem anderen verfällt. Und das werden wir bi'idhnillahi ta'ala dann das nächste Mal sehen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Zum Schluss, also das nächste Mal mit dem letzten Vortrag dieser Reihe, wie genieße ich das Gebet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, den Genuss des Gebetes zu schmecken und zu kosten und die Demut im Gebet zu erfahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.